Home. Im Deutschen hat Home eigentlich zwei Übersetzungen, so wie ich das verstehe. Und zwar kann man einmal sagen, Home im Sinne von ich bin zu Hause, was eigentlich nur bedeutet, ich bin gerade da, wo ich zurzeit wohne. Viele sind gar nicht so sehr damit connected, wo sie gerade wohnen. Und dann gibt es aber auch noch Home im Sinne von ich gehe nach Hause zu meinen Eltern oder ich gehe in meine Heimat. Das heißt also, Home übersetzt als Heimat ist sehr emotional, ist sehr familiär, hat sehr viel mit Historie zu tun, während Home als Zuhause ist was ganz Praktisches. Ich bin zu Hause, ich weiß auch gar nicht, was ich da gerade so tue, aber das ist der Bereich, in dem ich wohne. Während Heimat was völlig anderes ist und gerade für uns Deutschen extrem viel Bedeutung hat. Für mich persönlich, meine Heimat ist immer noch Deutschland, ist meine Familie, ist Köln. Nachdem ich in Hongkong gelebt habe und im Libanon, hat Home als Heimat mehr Bedeutung bekommen, im Sinne von der Tatsache, dass ich sehr gerne zu Hause bin, meine Freunde da brauche. Aber es hat auch etwas bekommen, dass das Zuhause bei mir liegt. Das heißt, ich habe im Grunde nicht mehr diese Notwendigkeit einer bestimmten Umgebung, sondern über all die Jahre, die ich mich verändert habe in verschiedenen Kulturen, ist Heimat wirklich etwas, was mehr in mir liegt und weniger in irgendwelchen Umständen. Ist gut. Ist gut?